Ja, hallo liebe Busfreunde. Ich habe mich entschieden, eine neue Playlist zu machen, und zwar der Bulli-Anwalt. Hintergrund ist, dass ich in meinem Berufsleben tatsächlich Anwalt bin und ja, ein gewisses Vorwissen habe und immer wieder auch gefragt werde im Freundes- und Bekanntenkreis, was man so machen darf in seiner Freizeit. Und als Busfahrer stellt man sich natürlich auch immer wieder bestimmte Fragen, und genau solche Fragen will ich künftig in der Playlist der Bulli-Anwalt beantworten. Und selbstverständlich will ich hierfür kein Geld oder sonst was haben. Das ist mein Hobby und das hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Und ja, ich will hier einfach euch helfen, wenn ihr Fragen habt, und einfach was zurückgeben. Und ja, einer der brennendsten Fragen, die ich mir selbst auch immer wieder gestellt habe, ist das Wildcampen in Deutschland. Darf ich das mit dem Bus oder mit dem Wohnmobil, ist ja egal, mit irgendeinem Fahrzeug? Darf ich wildcampen? Und das soll jetzt auch das erste Video sein. Ich will da keinen großen Schnickschnack betreiben, sondern ich will Fragen beantworten. Und ja, und das werde ich jetzt auch tun. Das Wildcampen in Deutschland, darf ich das mit dem VW-Bus? Antwort: Nein, Wildcampen ist in Deutschland verboten. Und ihr müsst da wirklich drauf achten. Gerade jetzt in Zeiten von Corona haben die Ordnungsbehörden hier ganz strikte Anweisungen, auch rigoros vorzugehen. Wenn ihr euch irgendwo hinstellt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr Ärger bekommt. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr euch nur an speziell ausgewiesene Plätze stellt, Campingplätze oder eben Plätze, in denen das erlaubt ist. Auf der anderen Seite wäre ich natürlich kein guter Anwalt, wenn ich keinen Tipp für euch hätte. Der Grundsatz ist zwar, dass das Wildcampen in Deutschland verboten ist, aber es gibt so einen kleinen Trick. Man sagt, dass die Fahrzeugbetreiber, die mit dem Fahrzeug unterwegs sind, also die Fahrer eines Fahrzeuges, wir Busfahrer, aber auch jeder Pkw-Fahrer, anhalten darf und parken darf, wenn dies notwendig ist zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Wenn ihr also müde seid und einfach nicht mehr fahren könnt, dann dürft ihr anhalten. Das ist völlig egal, ob ihr mit dem Pkw unterwegs seid, mit einem Wohnmobil oder mit einem Gespann oder mit einem VW-Bus, völlig wurscht. Dann dürft ihr anhalten und parken und dann dürft ihr auch in dem Fahrzeug schlafen. Das muss aber zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dienen. Das heißt, wenn ihr das macht, dann dürft ihr natürlich nicht einen Campingtisch rausstellen und drei Kisten Bier da trinken und ja, da mit 20 Leuten sitzen. Das wäre dann etwas auffällig und das würde wahrscheinlich zu der Annahme führen, das hat nichts mit der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit zu tun, sondern das ist eine Form des Campings. Und die Grenzen sind da fließend. Man sagt, ja, so 8 bis 10 Stunden darf der Fahrzeugführer dort stehen, darf da auch pennen, das ist alles gar kein Problem. Aber ihr müsst da aufpassen. Ich habe mir hier noch irgendwo eine Notiz gemacht, die für euch auch noch wichtig sein könnte. Da hat mich jemand gefragt, wie sieht das aus? Privatgrundstücke, aber auch da ist klar, da dürft ihr nur mit Zustimmung des Eigentümers stehen. Ihr könnt nicht sagen, das war ja ein Privatwald, das geht ja die Behörden nichts an. Das mag richtig sein, aber der Eigentümer muss schon damit verstanden sein. Aber ansonsten gilt auch, dort, wo das Parken erlaubt ist, da dürft ihr dann auch tatsächlich in eurem Fahrzeug dann schlafen, wenn ihr nicht mehr in der Lage seid, aufgrund plötzlich auftretender Müdigkeit, euren Bus weiterhin im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Also dürft ihr anhalten und da pennen. Aber wie gesagt, wer den festen Vorsatz hat, irgendwo hinzufahren, weil er weiß, in einer Stunde muss ich aufgrund plötzlich eintretender Müdigkeit, ja,
im Fahrzeug übernachten, der könnte Probleme bekommen. Auf der anderen Seite muss man ihm das auch erstmal nachweisen. Also, ihr seht, das ist ein kompliziertes Thema. Grundsatz ist, Wildcampen ist verboten in Deutschland, schon gar nicht in Naturschutzgebieten erlaubt, was aber auch in meinen Augen absolut nachvollziehbar ist. Aber es gibt Möglichkeiten, zumindest mal für eine Nacht die Äuglein zuzumachen im Fahrzeug, ohne da Ärger zu bekommen. Haltet euch an eine gewisse defensive Vorgehensweise, keine Campingmöbel rausstellen und so weiter, kein Lagerfeuer machen auf dem Platz, also auf dem Parkplatz, und dann kann das schon funktionieren. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, wenn ihr Fragen habt zu anderen rechtlichen Themen, schreibt mir. Ich will kein Geld dafür. Wenn das irgendwas mit den VW-Bussen zu tun hat oder mit Outdoor, mit Klettern, mit Sport, das, was wir halt da draußen machen, wenn wir nicht arbeiten gehen, dann will ich das euch beantworten, denn es ist mir einfach ein Anliegen. Ich mag euch und ich mache das gerne. Also, bis bald, macht's gut, tschüss.